Und wie du jetzt mit Hilfe deiner eigenen Körperintelligenz, deinem eigenen inneren Wissen Unterstützung erfahren kannst, was dir gut tut und was dir nicht so gut tut, das zeigen wir dir jetzt. Diese Technik kommt aus der Kinesiologie, es ist der Muskeltest. Mit Hilfe des Muskeltests können wir also mit Hilfe unserer eigenen Körperintelligenz austesten, was tut mir gut und was schadet mir eher. Dazu gibt es verschiedene Muskeltests, die man dafür verwenden kann. Ich möchte dir einfach zwei zeigen davon. Das sind meines Erachtens die beiden, die am hilfreichsten für Anfänger sind, wo man einfach auch das Vertrauen dafür entwickelt, ja, das, was mein Körper mir sagt, ist tatsächlich so. Der erste Muskeltest, der meines Erachtens am allereinfachsten ist, ist der mit einem Partner. Und der einzige kleine Nachteil ist, du benötigst wirklich einen Partner, um rauszufinden, was tut mir gut oder was tut mir nicht so gut. Als zweiter Test, den du dann alleine für dich machen kannst, zeige ich dir dann auch noch ein. Die meisten Tests sind grundsätzlich Self-Tests, die ich ganz alleine für mich machen kann, die aber am Anfang, wenn ich das Vertrauen in mir und in meine eigene Körperreaktion noch nicht so habe, schon ziemlich verwirrend sind. So, deswegen fangen wir an mit dem Partner-Test, mit dem Andrücktest. Janika, darf ich dich dazu bitten, mit dazu zu kommen? Ja. Janika ist jetzt die Testperson. Das heißt, sie möchte jetzt für sich erfahren, was ist gerade gut für mich und was ist gerade nicht so gut für mich. Ja? Lasst uns einfach mal mit Lebensmitteln anfangen. Hey, das ist eigentlich wirklich eine voll coole Sache, ja? Das heißt, ich kann jetzt selber einfach mal gucken, ist es wirklich so, dass mir irgendwelche Weißmehlprodukte schaden? Tut der Zucker mich jetzt wirklich stören in meinem System? Kann ich Käse essen? Was auch immer. Nüsse etc. Ich habe mal eine Allergie ausgetestet bekommen. Ist sie immer noch aktuell? Oder könnte ich vielleicht tatsächlich wieder loslegen, das zu essen? Das kann man alles selber austesten. Mit deinem System. Dein System weiß es. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie schon gesagt vorhin, verschiedene Tests. Und mit diesem Armdrücktest ist das eigentlich eine recht klare Sache, eine ganz klare Geschichte. Das heißt, ich teste die Muskulatur von Janika und diese Muskulatur, die zeigt mir entweder an, dass sie stark ist, dann weiß ich, ist alles okay im System, es fühlt sich wohl damit. Oder diese Muskulatur kriegt Stress. Und wenn diese Muskulatur Stress kriegt durch etwas, wird sie schwach. Ja, so, das geschieht folgendermaßen. Ich stelle mich einfach gegenüber zu meiner Testperson. Ich bin Rechtshändler, also ich teste mit rechts. Deshalb muss Janika jetzt ihren linken Arm heben. Und ich teste jetzt anhand dieser Armmuskulatur, ja, ob diese Muskulatur stark ist oder schwach. Man kann die andere Hand auflegen, ein bisschen ganz leicht, dann hat man ein bisschen mehr diese Hebelwirkung. Und ich frage jetzt natürlich zuerst, ich gebe zuerst das Kommando vor und die Janika reagiert. Ich sage also, bitte halten und drücke. So, und wie ihr jetzt schon gesehen habt, sie hält gegen, so gut wie sie kann. Ja, noch einmal, bitte halten. So, das heißt, ihr Muskel ist stark momentan. Ja, jetzt könnte ich loslegen zu testen, aber es könnte auch sein, ihr System ist geswitcht und durcheinander und zeigt mir vielleicht komplett falsche Sachen an. Unabhängig davon will ich natürlich auch noch fragen, darf ich sie testen? So, das mache ich jetzt mal ganz einfach. Erstmal frage ich mal noch einmal, liebe Janika, darf ich dich testen? Bitte halten. Okay, das war ein gutes Ja. Jetzt bringe ich sie mal ein bisschen durcheinander, indem ich ihr rechtes Ohr zuhalte. Dann ist das Gleichgewicht auch nicht mehr ganz so da. Dann sage ich, darf ich dich testen, liebe Janika? Bitte halten. Okay, das ist super schwach gewesen, ne? Ganz klar, weil das System war schwach. Jetzt ist das Ohr erstmal wieder frei. Ich frage also wieder, liebe Janika, darf ich dich testen? Bitte halten. Super stark gewesen. Ich kann auch, wenn das mit dem Ohr nicht so klappt, und sie vielleicht da auch stark testet, obwohl ich das System schon etwas durcheinander geworfen habe, kann ich auch ihre Energie auch noch mal ein bisschen nach unten katapultieren, da hinten, ja, dass der Energiefluss gerade momentan nicht so ist, wie er sein sollte. Ich wirbel ein bisschen in ihrem Aurafeld, in ihrem Energiefeld rum. Und ich sage nochmal, liebe Janika, darf ich dich testen? Bitte halten. Schwach, ganz klar. Kann nur schwach sein. Wir können das auch relativ zügig wieder richten. Ich baue also ihre Energie jetzt wieder auf. Und das Stein ist wieder glatt, es darf wieder fließen. So, und dann schauen wir mal, ob es genug war. Liebe Janika, darf ich dich testen? Bitte halten. Stark. So, das heißt, jetzt habe ich den Moment erreicht, jetzt kann ich testen. Lasst uns mit Lebensmitteln anfangen. Zucker. Das ist jetzt kein raffinierter Zucker, also eigentlich zählt das zu den gesunden Zuckerarten. Das ist ein reiner Panela, also ein reines Zuckerrohr. Granulat.
unbehandelt. Trotzdem könnte es auch nicht so gut für unseren Körper sein. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Sie hält es also jetzt einfach hin. Das, was du testen möchtest, hältst du einfach an dich ran. Und ich sage jetzt wieder, liebe Janika, ist die Substanz, die du jetzt da gerade hältst, dieser Zucker für dich gut und hilfreich? Bitte halten. Na, nicht. Obwohl es ein Naturzucker ist, aber war fast zu vermuten. Zucker ist einfach grundsätzlich nicht wirklich das, was unserem System gut tut. Lasst uns gleich mal mit dem Brot probieren. Sieht lecker aus. Ist sicher ein tolles Brot. Dann schauen wir mal, ist dieses Brot, liebe Janika, für dein System förderlich und hilfreich? Bitte halten. Klares Nein. Also es reagiert schwach, der Muskel reagiert schwach. Das ist das klare Nein. Zwiebel. Manche Menschen vertragen sie, manche Menschen vertragen sie nicht. Wir gucken jetzt einfach mal, ob diese Zwiebel für Janika eigentlich ist ein gesundes Lebensmittel, aber kann ja trotzdem sein, dass sie da nicht so gut drauf reagiert. Wir gucken einfach mal, ist die Zwiebel für dein System, liebe Janika, gesund und hilfreich? Bitte halten. Wow, das war jetzt ein super starkes Ja. Also Zwiebel ist außerordentlich gut für dich. Hier haben wir eine Carambola, also eine Frucht von hier. Wir sind hier ja aktuell in Costa Rica. Eine sehr Vitamin C reiche Frucht. Wir schauen einfach mal, ob diese Frucht für Janika jetzt unterstützend ist für ihr System und ob es hilfreich ist für ihr System. Liebe Janika, ist diese Frucht für dich hilfreich und unterstützend? Bitte halten. Ja, das war stark. Das war stark, das System hat gleich geschrien, her damit. Okay, ja, coole Sache, so kann man also seine Lebensmittel testen. Ist das gerade gut, ist das gerade nicht gut für mich? Ich glaube, es gibt eigentlich nichts Cooleres, also ich kann es selber aktuell einfach gleich nachtesten. Das Gleiche kann man natürlich mit Nahrungsergänzungsmitteln machen und Medikamenten und dergleichen. Wir haben ja einfach willkürlich mal ein paar schnell vorhin zusammengesucht, die hier gerade so rumstanden. Ich habe hier einmal ein Vitamin B-Komplex, Vitamin B12 und andere Vitamin Bs als Komplex. Gucken wir jetzt einfach mal, ob das für Janika gerade aktuell hilfreich ist, dieser Vitamin B-Komplex. Liebe Janika, ist dieser Vitamin B-Komplex für dein System hilfreich? Bitte halten. Nein, ist nicht hilfreich. Wären die Inhaltsstoffe dieses Vitamin B-Komplexes für dich hilfreich? Bitte halten. Ja, ganz klar, ganz stark. Wäre es für dich hilfreich, diese Inhaltsstoffe in einer anderen Form zu bekommen? Bitte halten. Stark. Ich kann nochmal nachchecken, ist dieser Vitamin B-Komplex in dieser Form, so wie er hier sich da drin befindet, für dich unterstützend und hilfreich? Bitte halten. Schwach. So, jetzt kenne ich natürlich die Vorgeschichte von Janika. War gar nicht so viel anders zu erwarten. Vitamin B in Tabletten können nur die Menschen tatsächlich aufnehmen, die das also resorbieren können. Janika hat ein Resorptionsthema mit Vitamin B und bekommt es in der Regel auch als Injektion oder gespritzt, wenn es mal wieder nötig ist, dass sie es über Tabletten oder auch leider über die Lebensmittel gar nicht aufnehmen kann. Hier haben wir noch eine Creme, die haben wir einfach auch willkürlich genommen, will da keine Werbung machen. Das ist einfach jetzt eine Creme mit Magnesium, was an sich gut ist, aber hat auch alles mögliche Sonstige da drin. Liebe Janika, diese Creme ist die für dich und für deine Haut hilfreich. Bitte halten. Nein, ganz klar. Klar ist nein. Ist auch, glaube ich, alles Mögliche drin, was man nicht unbedingt in der Creme wirklich zwingend braucht. Ja, so funktioniert also dieser Armdrück-Muskeltest, so wie ihr das jetzt erleben dürftet. Und ja, es ist wirklich eine coole und es ist eine einfache Sache, denn man kann wirklich sehr, sehr schnell und sehr leicht fühlen, es ist Widerstand, es ist kein Widerstand. Wichtig ist, dass man vorher kurz austestet, ist die Person auch testbar? Und dann kann ich einfach alles miteinander austesten. Ja, sehr schön. Jetzt kann es aber natürlich mal sein, ihr habt gerade keinen zur Hand, der euch testen könnte. Oder der auch wüsste, wie er das machen sollte und ihr wollt es nicht erklären und was immer. Dafür gibt es die Selbsttests. Es gibt einige Selbsttests in der Kinesiologie über die Muskulatur, die jedoch einfach Übung bedürfen. Ja, und gerade als Anfänger ist das nicht so einfach. Und ich persönlich finde, der einfachste Selbsttest, wirklich, der am leichtesten funktioniert, ist meines Erachtens der Kegeltest oder Stehaufmännchentest, sagt man auch. So, dieser Selbsttest, der funktioniert so, indem ich einfach mich platziere sozusagen, locker, ja. Die Füße dürfen ruhig relativ zusammenstehen, damit ich körperliche Reaktionen wahrnehmen kann. Und ich selber entscheide einfach für mich, wenn mir etwas gut tut, wenn etwas für mein System hilfreich ist, eine Ja-Antwort
dass die Ja-Antwort mich nach vorne zieht. Das heißt, wenn mich etwas nach vorne zieht, ist es das Ja. Und wenn etwas mein System stresst und stört, dann ist es das Nein, dann geht es nach hinten. Das kann ich für mich selber einfach erstmal für mich so klar machen. Und entscheidend ist, in dem Moment, wo du testest, dass du deine Gedanken frei machst. Das heißt, du stellst bewusst die Frage und dann gehst du raus aus dem Raum sozusagen. Das heißt, du lässt deinen Kopf dann einfach in Ruhe, sodass dein Körper allein entscheiden darf, ist es jetzt Ja? Ist es gut? Ist es stark? Oder ist es ein Nein? Das hilft mir nichts, das stresst mir. Ne? Wichtig ist bei solchen Selbsttests, dass man auch gute Voraussetzungen hat. Sprich, dass man nicht dehydriert ist. Ja? Trinkt Wasser, das werde ich jetzt auch gleich machen. Ist immer hilfreich, wenn ich selber ganz alleine für mich teste, wenn ich vorher Wasser getrunken habe. Wasser ist ein sehr gutes Informationsmittel in unserem Körper. Wenn wir hier dehydriert sind, ist es nicht sehr hilfreich. Nehmt Brillen ab, sofern ihr Brillen habt, egal ob ihr sie gerade auf habt oder wie ich eben auf dem Kopf. Brillen sind energetische Störfaktoren. Wenn ich jemanden teste, ist was anderes, weil derjenige sagt mir die Antwort. Wenn ich mich selber teste, ohne Brillen. Achtet darauf, dass ihr keine Uhren habt, speziell Quarzuhren und dergleichen, sodass ihr auch für euch ein neutrales Feld schafft. Und dann könnt ihr schon mal anfangen auszutesten. Ja, ihr geht einfach in das Ja und guckt, was beim Ja passiert. Ja, ich gehe nach vorne. Und was passiert, wenn ihr wieder stabil seid beim Nein? Das geht schon automatisch natürlich. Ist auch eine Übungssache. Ne? Also ihr legt euch auch fest, nach vorne ist Ja, nach hinten ist Nein. Legt das für euch fest. Stell dich erstmal einfach hin mit beiden Füßen sozusagen. Nicht zu weit auseinander, also so, dass ein bisschen leicht instabiler Halt auch da ist, dass mein Körper sich bewegen darf. Und tu einfach für dich selber jetzt das Ja fixieren. Das darf nach vorne gehen. Und das Nein. Nein, Stress nach hinten. Ob es funktioniert, kann ich zum Beispiel schon mal ausprobieren. Ist mein Name, zum Beispiel, wenn ich mich frage, ist mein Name Ariane? Ja. Ist mein Name Stefan? So, und du kannst auch, wenn du möchtest, vielleicht einmal für dich reinfühlen. Und ansonsten nehme ich jetzt einfach mal ein Produkt und schau mal, ist dieses Produkt für mich hilfreich. So, ja, so könnt ihr also für euch selber sozusagen wirklich einfach an euer eigenes inneres Wissen andocken. Ja, eure Körperintelligenz zeigt euch sozusagen, was ist für euch gut und was ist nicht so gut. Ne? Am Anfang ist vielleicht das Vertrauen noch nicht ganz so da in eure eigenen Reaktionen. Deswegen ist der Test mit dem Partner immer der einfachere Weg, als wenn ich dann ganz allein für mich bin. Ja? Aber mit der Zeit und mit der Übung werdet ihr mehr und mehr Vertrauen in das Ganze bekommen. Und seid euch darüber einfach im Klaren. Ihr seid 24 Stunden mit eurem Körper zusammen. Da ist wirklich die Frage, wem vertraue ich mehr? Vertraue ich irgendwelchen Aussagen von außen, das ist nicht gut für mich und das ist nicht gut für mich und die Substanz, die ist besonders gut für mich? Oder vertraue ich meinem Körper, ja, den Signalen meines Körpers? Was sagen die Signale meines Körpers? Was sagt mein Körper, was mir gut tut und was mich stresst? Ja? Wenn ihr lange braucht, um Vertrauen zu kriegen in euren Körper, dann hinterfragt vielleicht mal, wie weit ihr tatsächlich möglicherweise schon von euch entfernt seid und überlegt, was gibt es für Möglichkeiten und Hilfsmittel, um einfach wieder intensiver mit mir selber, mit meinem inneren Wissen in Kontakt zu kommen, ja, mit meinem eigenen Körpersystem wieder in Verbindung zu kommen. Dafür könnt ihr gerne uns auch weiter sozusagen begleiten. Wir werden euch weiterhin viele Tipps und viele Möglichkeiten aufzeigen, die wir kennen, wie ihr mit eurem Körpersystem mehr und mehr wieder in Kontakt kommt und mit eurem eigenen inneren Wissen da wieder anzapfen könnt. Vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß, so wie es uns jetzt auch ganz spontan doch sehr viel Spaß gemacht hat, und auf ein anderes Mal. Danke euch.